mit einer Idee begonnen hat, dass es ein etwas längerer Film auf YouTube wird und dann weitergesponnen wurde zu einer einmaligen Veranstaltung hier im größten Kinosaal der Stadt. Ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Also lehnt euch zurück, genießt die nächsten 106 Minuten unserer wundervollen, emotionalen und fantastischen Reise durch die Saison 22/23. Alle zusammen, eine Stadt steigt auf. Film ab. Gleich 17:45 am Freitagmorgen. Gestern Abend war die Premiere, die Weltpremiere von diesem Film hier. Das ganze Stadion steht Kopf. Münster ist eine große Partymeile. Ist das krank? Und jetzt ist Schluss. Ja, alle zusammen. Eine Stadt steigt auf. Die Doku über den Aufstieg des SC Preußen Münster in die dritte Fußballliga lief gestern im Cineplex an, im großen Kino hier am Hafen. Und es war voll. Es war pickepacke voll. Über 1000 Zuschauer waren da, unter anderem auch ich und Kollege Philipp Böckmann. Wir haben uns den Streifen beide angeschaut. Philipp, wie fällt dein Fazit aus? Emotionen, Emotionen und nochmal Emotionen gibt es in diesem Film. Das ist schon der Wahnsinn, was Marcel Westkamp von Preußen Münster und Mike Schmitz von Münster for Life und weitere Helfer da innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt haben. Vom Abstieg vor 3 Jahren bis zu den Jubelbildern vom Prinzipalmarkt vor knapp 2 Wochen gibt es in dem Film jede Menge tolle Bilder. Es gibt Interviews zum Beispiel mit Musiker und Preußen-Fan Götz Alsmann, mit Sportdirektor Peter Niemeyer, Trainer Sascha Hildmann, Preußen-Kapitän Marc Lorenz, WN-Sportchef Alexander Heflig und. Das ist wirklich großes Kino. Der Film ist klasse. Stadionsprecher Kerni sieht es genauso wie ich. Ja, mega, mega. Wir können auch schon sofort wieder anfangen. Also ich hätte schon wieder Spaß. Was die da in wenigen Wochen zusammengetackert haben, das ist der Wahnsinn. Waren ja gestern hier auch im Studio bei mir gestern früh und haben erzählt, die letzten Wochen war Arbeiten am Limit für die Veröffentlichung. Überragend sind die Bilder von den wichtigen Spielen in dieser Saison und vom Prinzipalmarkt. Wer Preußen-Fan ist, der sollte sich die Doku unbedingt anschauen. Die neuen Spieler im Preußen-Team bekommen den Film vom ersten Ligaspiel übrigens zu sehen, verspricht Kapitän Marc Lorenz. Ich sag mal so, ich glaube, das wird Pflichtprogramm im Trainingslager sein, dass wir uns den Film wirklich als Mannschaft mal komplett angucken, um mal wirklich zu zeigen, was Preußen Münster ist und was hier möglich ist. Und ja, ich glaube, dann sollte jeder Bock kriegen, hier das Trikot tragen zu dürfen. Antenne Münster, die Nachrichten. Mit Sophie Seemann, schönen guten Morgen. Preußen-Film feiert Premiere, keine Bahnstreiks über Pfingsten und das Wetter freundlich bei 7 Grad. 1300 Menschen haben die Premiere des Films über den Aufstieg von Preußen Münster in die dritte Liga gesehen. Im Cineplex am Abersloher Weg gab es am Abend gleich 3 Vorstellungen. Preußen Münster und die Videoprofis von Münster for Life haben den Film innerhalb von wenigen Wochen auf die Beine gestellt. Im Antenne Münster Interview kommt ein großes Lob von Preußen-Spieler Dennis Grote. Ich denke, das, was die Jungs aus dem Bildmaterial gemacht haben, war schon richtig gut, überwältigend, das, die Bilder wieder zu sehen. Wir werden wahrscheinlich uns in 10 Jahren oder in 20 Jahren treffen als Aufstiegsmannschaft und werden uns den Film auch wieder anschauen. Diese Momente bleiben ja für immer. Im Cineplex sind aktuell noch 8 weitere Vorstellungen geplant. Die Zuschauer waren von der Doku begeistert. Das war ein echt grandioser Film und ja, wirklich auch absolut professionell gemacht. Und es hat ja, die ganzen Emotionen von der ganzen Saison richtig auf die Leinwand gebracht. Der Einzug der Mannschaft vom Prinzipalmarkt, der war toll. Also das war so, also Stadtgeschichte, finde ich. Und die Stadtgesellschaft mit der Mannschaft und mit den Fans vereint, das war toll. Und wir wollen nicht rumschlagen, aber der Film ist für euch. Und ihr habt den getragen über die gesamte Saison. Man hat das gesehen. Ganz viele Momente da drin wären ohne Fans nicht möglich gewesen. Diese ganze Langsamkeit, der Daube-Abschied. So viel, wo die Impulse nicht von uns kamen, wo es nie Drehbücher gab, wo es nie Skripte gab, sondern wo es immer die Fans waren. Das war unglaublich. Da sind wir als Verein unfassbar dankbar für. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen zumindest. Ich
Daniel, du warst ja mal hinter der Kamera. Total unauffällig, gerade auch in der Kabine. Ich glaube, dich hat nie jemand mitbekommen. Wie bist du hinter der Kamera so ruhig geblieben bei all diesen emotionalen Momenten, Tränen, Jubel, Heiterkeit? Und du warst immer ruhig am Film. Ja, nach außen war das vielleicht so, dass ich so ruhig war. Innerlich war das ein bisschen anders. Aber ja, das war tatsächlich so ein Gedanke, den ich ganz zu Anfang hatte, dass wir dazu zum Störfaktor werden, der in irgendeiner Form sich negativ auswirkt auf Konzentration und Fokus und so, gerade so sensible Momente wie in der Kabine zum Beispiel, wo wirklich die Jungs voll im Tunnel sind. Aber da muss ich auch ganz ehrlich irgendwie hier an Marc, vielleicht stellvertretend für die Mannschaft, sind heute nicht alle da, aber wirklich mal Danke sagen, auch speziell der Mannschaft, neben dem Verein natürlich auch, die uns da ganz nah rangelassen haben, auch in solchen Momenten und uns da wirklich mitgenommen haben auf diesem letzten Weg bis zum Aufstieg, bis dann rauf auf den Balkon und so. Das war schon auch für uns persönlich, für mich persönlich, für Marco schon auch für Resti sowieso wirklich ein ganz, ganz toller Moment und eine tolle Reise. Danke dafür. Man schaut auch nochmal zurück auf den Abstieg vor 3 Jahren, aber als dann so die Szenen der Aufstiegssaison beginnen, dann geht's richtig los. Ne? So, dum, dum, dum. Erstmal schön und dann wird's auch richtig emotional. Es gibt emotionale Spielszenen, es gibt Videos aus der Kabine, unter anderem Kamera im Spielerkreis vor Anpfiff des Aufstiegsspiels. Also da hatte sogar ich Gänsehaut, wirklich. Ja. Außerdem wirklich unterhaltsame Interviewsequenzen, vor allem mit Trainer Sascha Hildmann. Der kann das auch. Ja, also der hat mir besonders gut gefallen. Wie lang ist der denn? Kannst du das ungefähr einschätzen? Ja, 106 Minuten. Ah. Ja, gut. Nicht gedacht, dass du jetzt so vorbereitet darauf antworten kannst. Ja, ich werde es mir auch noch angucken. Und das Gute ist, es gibt ja auch noch Vorstellungen. 8 insgesamt im Cineplex. Und ich habe mal geschaut wegen der Tickets. Es gibt noch welche. Allerdings sind die Logenplätze mit der guten Sicht beinahe schon komplett ausverkauft. Alle zusammen für Preußen Münster! Alle zusammen für Preußen Münster! Ich fand den super. Ich finde, für im Prinzip privat oder kleinfilmerisch hergestellt, wirklich sehr gelungen. Tolle Bilder, tolle Emotionen. War ein super schöner Film. Hat die Emotionen sehr gut aufgenommen und die Stimmung im Stadion gut wiedergegeben. Sehr schön, lohnenswert. Sehr gut. Nicht überladen und für einen, der nicht im Team ist oder damit zu tun hat, trotzdem sehr emotional. Jetzt muss ich aber noch eine Sache nochmal erwähnen, die ich vorher noch nicht gesagt habe. Und zwar auch großes Dankeschön an Mike, der nämlich wirklich, das muss man wirklich sagen, so viel Enthusiasmus, Feuer, Leidenschaft und Bock auf solche Projekte wirklich entwickelt, die für ihn selber schon, also es ist unbeschreiblich und dann ist da noch so viel über an Power, dass andere Leute noch mitreißen. Und ja, dafür wirklich mal ein Dankeschön auch, dass du da solche Projekte dann immer wieder so viel Dampf in dir und mitziehst und was dabei rauskommt. Also ich wollte auch nochmal Danke sagen, weil ich sage immer, ich mache gar nichts Besonderes, weil wir dokumentieren das alles nur und halten die Kamera drauf. Ohne die Spieler hätten wir nicht diesen tollen Aufstieg. Ohne die Fan-Kurve, Ferdinando hätten wir nicht diese krasse Choreos, diese alle Zusammenstimmung in den letzten Jahren entwickelt. Münster for Life ist eigentlich nur mit, sagen wir in Anführungsstrichen, durch die Ultras gestanden, weil damals vor 13 Jahren ich zurückgekommen bin aus Berlin und dann dieses DFB-Pokalspiel gesehen habe und diese Choreo gesehen habe. Und dann gedacht habe, oh, meine Heimatstadt kann wieder Emotionen oder so. Und habe dann an dem Abend original die Facebook-Seite und Twitter etc. gegründet aufgrund dieser Choreo. Und Münster for Life ist mitgewachsen mit den Fans und ist bis heute noch, also das gehört mir dazu. So, das ist, ich möchte einfach den Fans Danke sagen für diese tolle Stimmung im Stadion. Das ist für mich Preußen nicht unbedingt der moderne Fußball, den wir jetzt haben, aber diese Spruch über Preußen, die wir jede Woche wieder treffen und dann zusammen feiern, zusammen reisen, das ist für mich Preußen. Lieber Andrea, viele Menschen von Preußen Münster und Münster for Life haben ganz kurze Nächte gehabt und ganz viel gearbeitet, damit heute um 19.06 Uhr die erste Vorstellung losgehen konnte. Jetzt bist du im Cineplex. Wie ist denn so die Stimmung? Eher kribbelig oder entspannt?
Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, als ob heute hier noch der Aufstieg erspielt werden muss, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, denn hier sind echt ziemlich viele Menschen im Trikot gekommen, auch mit Schal. Ich habe draußen sogar eine Fahne gesehen, die wurde dann aber eingerollt, damit sie nicht im Weg ist. Also 1300 Fans werden sich hier heute den Aufstieg nochmal angucken. Und die sind in drei Kinosäle verteilt. Wir sind in dem, an dem heute das zuletzt gestartet wird. 19.40 Uhr, dann müssen wir hier raus sein, dann geht nämlich der Film los. Und Familie Schönwald, die hier in der letzten Reihe sitzt und es sich bequem gemacht hat, die ist auch immer im Stadion. Und da frage ich mich jetzt, wenn ihr doch beim Aufstieg dabei gewesen seid, warum guckt ihr euch das im Kino nochmal an? Ach, das kann man sich nicht oft genug angucken, finde ich. Also das war so eine tolle Sache da, als das beim Aufstiegsspiel und die Emotionen, die dort drüber kamen, das muss man sich einfach alles nochmal anschauen. Und auch das Ganze drumherum, da hat ja Münster for Life auch, glaube ich, eine ganz tolle Sache gemacht. Und so viel, ich habe heute Morgen im Radio gehört, 6,5 Stunden Interviews, die sie irgendwie da reinquetschen mussten. Ich bin total gespannt, was da kommt. Also. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, das sehe ich genauso. Also ich freue mich schon richtig, den Film zu gucken. Wird bestimmt richtig schön. Denkst du, dass es so emotional wird, dass vielleicht sogar mal ein Tränchen fließt? Ah, ich glaube nicht, ich bin nicht so emotional. Alles klar, dann viel Spaß. Was auf jeden Fall heute, glaube ich, für etliche Leute hier anders ist, die haben Sitzplätze. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe hier ganz, ganz viele Stehplatzkartenbesucher gesehen. In zwei Kinos läuft es, wie gesagt, schon. Die hier müssen noch ein bisschen warten. Aber Sie zu Hause, Sie können jetzt schon mal reingucken. Und irgendwie ist das ganz rund geworden mit der Anzahl von Spielen. 100 Mal für Preußen nochmal gespielt. Die Karriere da beendet, wo ich auch in der Jugend schon gespielt habe. Ich hatte da irgendwie gar keine schlechten Gefühle oder so. Sag ich Hut ab vor solchen Spielern. Die kannst du dir nur wünschen als Trainer, weil das ist mitten auch hauptverantwortlich. Wenn du mich vorhin gefragt hast, was zeichnet die Mannschaft aus, dann war es einmal die Mentalität, aber dann auch diese Einstellung der Jungs. Das ganze Stadion steht Kopf. Münster ist eine große Partymeile. Ist das krank und jetzt ist Schluss. In dem Saal, in dem der Film schon um 19.06 Uhr läuft, da sitzen die Macher, da sitzt die Mannschaft und die können da jetzt natürlich nicht raus. Denn den Film haben tatsächlich bislang nur die gesehen, die ihn geschnitten haben. Und darum haben wir, bevor sie ins Kino gegangen sind, einmal mit ein paar Menschen gesprochen, deren Geschichte da erzählt wird. Der ganzen Mannschaft, aber auch von einzelnen Personen. Ja, also mein letztes Spiel mit der gelb-roten Karte und das minutenlange Feiern auf dem Zaun mit den Fans in Oberhausen gegen Wuppertal, das war schon ja sehr einprägsam, nicht nur, weil es so kurz her ist, weil es einfach sehr emotional war. Das ist echt ein Herzensprojekt. Das hat sich nie wie Arbeit angefühlt, eher wie Urlaub. Dass man zwei Wochen aus dieser realen Welt raus konnte und sich nur darauf konzentrieren konnte, das war halt echt ein Herzensding. Na, man kriegt zum einen natürlich sehr intensive Einblicke, die man sonst nicht hat. Man kommt sehr, sehr nah dran. Aber wir hatten das große, große Glück in dieser Saison, dass wir neben diesem rein sportlichen unglaublich viele super emotionale Themen hatten. Und auch wenn Familie Schönwald annimmt, dass sie keine Tränchen verdrücken wird, die Macher haben mir gesagt, sie sind sich relativ sicher, dass das bei manchem anders aussieht. Diese Woche sind alle Vorstellungen ausverkauft. In der kommenden Woche gibt's noch ein paar Karten. Und wer es da nicht schafft, am 27. Juli, da wird der Film auch im Freiluftkino gezeigt. Und die Karten sind noch nicht mal im Verkauf. Da kann man auf jeden Fall noch Glück haben. Vielen Dank, Andrea, für deine Eindrücke. Ich bin mir sicher, der eine oder andere hat Gänsehaut im Kino. Bin ich mir ganz sicher. Dankeschön.